So, weiter geht's mit Ark. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute, wie besprochen, fangen wir an, Eisen einzuschmelzen und gucken mal, ob wir es heute auch hinbekommen, die Werkbank tatsächlich zu bauen. Wir haben hier 102 Eisen und 100 Holz. Das sollte eigentlich reichen, um die Schmiede hier gut betreiben zu können. Jetzt gucken wir mal. Das muss rein, Feuer entzünden. Das sieht doch ganz gut aus. Essen tun wir auch nochmal ein bisschen was. Gerade einen Happen. Ich würde jetzt hier vorne gerne noch so eine Rampe hinsetzen, weil ich finde es doof, wenn man da ständig hochspringen muss. Jetzt suche ich sie wieder. Das war das Holzdach. Da ist die Rampe. Pull. Und bauen. Hier wird es natürlich erstmal eher rustikal. Hauptsache es funktioniert. Perfekt, dann können wir nämlich hier schön hochlaufen. Genau so hatte ich mir das vorgestellt. Wunderbar. Die Schmiede läuft. Und auch gerade mal rein, ob da... Da kommen auch schon Barren bei rüber. Perfekt. Jetzt müssen wir hier ihn mal noch ein bisschen leer machen. Jetzt habe ich mir überlegt, machen wir hier mal eine reine Holzkiste draus. Jetzt muss ich die Cloud... Ich muss hier immer was drin haben, ne? Das ist ein bisschen doof. Oder ich verstehe es nicht. So, da soll das ganze Holz rein und wir haben ja noch das da und das da. Pull. Jawohl. Perfekt. Wenn wir das wieder rübernehmen. Das soll die Holzkiste werden. Jetzt muss ich mal gucken, was er noch so hat. Wahrscheinlich noch einen Haufen Stein, ne? Na, so ein Riesenhaufen ist es gar nicht. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Das und das. Und das, 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 das. Das, das, diesen, diesen, das verdorbene Fleisch lassen wir erstmal bei ihm drin. Das wiegt, obwohl es 10, 20, 30, es wiegt schon ein bisschen was. Ne? Und er kann es absolut nicht gebrauchen. Nee, pack mal raus, kommt. Bringt ja nichts. Das können wir erstmal hier reinschmeißen. Solange da noch Platz ist, schmeißen wir alles Pflanzliche mal da rein. Ebenfalls das Fleisch, genau. Perfekt. So. Das war die Holzkiste. Hier kommt allerlei anderes rein. Und ihr seht, wir brauchen Stein. Wir haben 68 Stein. Und wir können ja mal ganz kurz gucken, was das Behemoth-Tor... Behemoth-Steinbogen... Behemoth-Gateway... Stone... Uiuiui. Nee, das ist Lehm. Das ist Stein. Behemoth. 900 Holz, 900 Stein, 900 Stroh. Dann brauchen wir natürlich noch die Tore dazu. Die sind auch nicht gerade billig. Also da müssen wir auf jeden Fall eine ganze Weile für Farmen gehen. Aber wir schalten sie schon mal frei. Dann haben wir nämlich eigentlich die S Plus natürlich auch, klar. Dann sollten wir nämlich eigentlich schon mal... Oh, ist da leer? Da ist leer. Das nehmen wir mal mit uns. Da muss Holz rein. So, also ein Haufen Holz, ein Haufen Stein, ein Haufen Stroh. Wollten wir aber alles geregelt kriegen. So, dann Essen haben wir genug dabei. Du bist wieder leer, Flügelinchen, geht's gut. Dann machen wir uns doch wieder auf, oder? Was sagst du dazu? Er ist aufgestiegen. Wir gehen auf jeden Fall auf Gewicht. Tanz mal nicht so. Nicht, dass hier die Hütte zusammenfällt, du. Ende Kreis von einem Flugzeugträger. Ja, lauf mal ein Stückchen rückwärts hier. Er ist nicht ganz so einfach zu kontrollieren. Ja, 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 ja. Oh, das wird schon. Ja, das wird gut. So. Ich würde sagen, da wo wir das letzte Mal waren, war es eigentlich gar nicht schlecht. Richtung Strand. Gucken wir jetzt einfach mal, ob wir hier noch ein paar Stein- und Eisenadern finden. Wobei das hier ja alles Stein sein wird, ne? Aber vor allem Holz. Ich würde mich jetzt primär gern erstmal auf Holz konzentrieren, denn davon ist in den Highlands nicht ganz so viel, ne? Also zumindest nicht so viel, wie wir es gewohnt sind bei uns zu Hause, wo in jeder zweiten Ecke eine Palme steht. Schon ganz schön Lärm, wenn er läuft. So.
Du darfst mir folgen. Wir gehen nämlich jetzt Bäume hacken. Können wir schön die Zeit nutzen, während das Eisen bei uns durch die Schmiede durchläuft. Nutzen wir die Zeit und gehen Holz sammeln. Das ist ja auch so ein Rohstoff, den man eigentlich nie genug haben kann, ne? So, da drüben geht's weiter. Einmal da reinpacken. Bei was so viel wiegt. Wir müssen natürlich auch aufpassen. Wir haben hier schon einige Dinos gesehen gehabt, die nicht so gut auf uns zu sprechen waren. Und ich glaube nicht, dass hier mit Diplodocus, dass wir da groß Schaden anrichten. Beziehungsweise ich glaube gar keinen Schaden, habt ihr gesagt, gehabt. Der schubst einfach nur weg. Schubsen bringt da vermutlich wenig. Und auch weglaufen ist wahrscheinlich eher schwierig mit diesem Riesenviech, ne? So. Aber da oben, wenn da oben Diplodocus und der Bronto sind, dann... Bitte, ich hab was gehört. Ich wollte gerade sagen, dann kann es nicht so gefährlich sein, aber... Wir kennen ja Ark, ne? Ach, vorsichtig da drüber. Was seid ihr? Schöne Blumen sind das, glaube ich, gewesen. So, da ist ja so eine Art Oase gewesen. Kann ich mich grob dran erinnern. Und da sieht es doch so aus, als könnten wir da einiges an Holz besorgen. Mal erstmal vorsichtig da rein. Das sieht schon schön aus, ne? Das sieht schon schön aus und wir klopfen jetzt alles kaputt. Oh, das sieht wirklich schön aus. Ich finde, das sieht sehr schön aus. Komm, wir machen mal ein Bild. Oh, so nicht. Blöpp. Blöpp. So, ist in dem Wasser was? Hallo, hallo? Hallo, hallo? Nee. Hier taucht schon mal nichts drin rum. Können wir doch hier eigentlich erstmal gemütlich ein bisschen für Licht sorgen in dem Teich. Bleib du mal da stehen. Ich gehe hier mal alleine ein bisschen Holz klopfen. Oh. Mit zwei Axtschlägen einen Baum gefällt. Das ist auch, würde ich sagen, überdurchschnittlich gut. Was wächst da? Was wächst hier? Was bist du? Kartoffeln. Kartoffeln ist gut. Das nehmen wir natürlich auch mit. So. Dann einmal kurz abladen. Immer so einen Blick um uns rum. Mal schauen, dass da nichts Böses auf uns zukommt. Lässt mal die Füße im Wasser, hä? Die ist ein bisschen warm. Kühlt da mal die Füße ab. So, wo bist du? Da bist du. Dann kommen wir doch. 1, 2, 3, 4, 500. 900 brauchten wir plus nochmal einen Haufen. Also wir können hier auf jeden Fall noch ein Weilchen Holz hacken. Sonst wird das nichts. Sonst wird das nichts. Tut mir ein bisschen leid, diese, ich nenne es mal die Oase hier zu zerstören. Aber es wächst ja nach. Es dauert zwar, aber es wächst ja nach. Bis wir dann das nächste Mal wieder hier sind, ist ja alles wieder schön. Hier sind die Oasenroder. Hier wachsen sehr viele schöne Blumen, ne? Kann man mit denen was machen? Nee. Sammeln. Und du? Das ist eine Art Busch. Okay. Wieder was gelernt. Da drüben haben wir noch zwei vergessen. Wenn, machen wir es akkurat. Ach, das gehörte dazu. Dab-di-dab-di-du. Freue mich auf das Behemoth-Tor. Dann ist vorne unsere Base wirklich sicher und zu. Uns kann nichts mehr passieren. Und dann können wir nämlich auch... Oh, ich bin überladen. Und dann können wir nämlich auch beginnen mit Zähmen, ne?
die verschiedensten Tierchen. Ich habe vorhin ja den einen Dino, den wir in der letzten Folge gejagt hatten, habe ich gemerkt, den haben wir noch gar nicht. Den kennen wir noch gar nicht. Den könnten wir eigentlich auch mal zähmen. Wir brauchen auf jeden Fall hier noch ein Pferd, da wir ja hier momentan nur ihn als Transportmittel haben. Wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn wir da noch ein Pferd zähmen. Jetzt machen wir uns erstmal auf den Heimweg. Na du, pronto. Es ist die Frage, wie man so ein Pronto zähmt, ne? Kann ich das einfach irgendwann? Auch passiv, kann ihn was füttern? Geht das? Weil im Vergleich zu einem Pronto sieht ja unser Diplodocus ziemlich klein aus, ne? Obwohl der schon riesig ist. Aber guck mal, der Größenvergleich. Ist schon witzig. Ist schon witzig. Da sind wir wirklich klein gegen. Naja, jetzt machen wir uns erstmal auf den Heimweg, weil unser Inventar fast wieder voll ist. Und vielleicht reicht es ja schon für so ein paar Sachen, die ich noch gerne bauen würde. Wie gesagt, die Werkbank würde ich heute gerne noch fertig kriegen. Dann haben wir als nächstes Ziel unser Behemoth-Tor. Dass wir da die Höhle zukriegen. So, jetzt müssen wir wieder kurz uns ausruhen. Wir könnten auch direkt mal was essen. Nam, 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 nam. Wir sollten hier noch auf Nahrung gehen. Dass wir mal ein bisschen mehr Nahrungsspeicher haben. Haben ständig Hunger. Bringt ja auch nichts. So, über Stock und Stein. Ich weiß, du kannst das. So, da ist der Höhleneingang. Da sind wir schon gleich wieder zu Hause. Ah, es ist noch nicht so ganz so einfach hier. Macht er jetzt ASKO? Der ignoriert mich einfach. Also hier reinlaufen mit ihm ist noch nicht so. Da ist irgendetwas, was ihn mit Gewalt, was ihn stört. Aber so ging's. Und dann haben wir uns wieder festgebaut. So, folgst du mir noch? Ich hoffe nicht. Jawohl, ja. So, jetzt gucken wir mal da rein, wie viel Eisen wir denn tatsächlich schon haben. Das reicht auf jeden Fall für die Werkbank. Da bin ich mir sicher. Packen wir das gleich da rein. Gucken wir mal. Und zwar herstellen, die Werkbank. Einmal pullen. Jawohl. So, Werkbank hätten wir auch. Dann müssen wir jetzt tatsächlich mal gucken, können wir die? Ne, die muss auch auf dem Boden platziert werden. Dann müssen wir hier noch einen zweiten bauen. Hilft alles nichts, ne? Weil sonst sieht es komisch aus. Gut, alles machbar. Und zwar, wo war das Holzfundament? Das Holzfundament, da ist es. Einmal pullen. Dann brauchen wir auch gleich wieder so eine Rampe. Einmal pullen. Dann gehen wir da nach dem gleichen Prinzip, würde ich sagen. Dann sieht es doch ordentlich aus. So, mit der 9 direkt nebendran. Mit der 0 dahin. Und mit der 8 stellen wir die Werkbank, würde ich sagen, direkt hier nebendran. Ne? So, und jetzt können wir nämlich alle Items, die wir da mühsam hier rein sortiert haben, einfach da rausholen. Brauchen wir da nicht mehr drin. Bin ich nicht so der, also in Ark muss ich echt sagen, bin ich nicht so der Kistenfan. Denn es ist mega umständlich. So hast du alles in deiner Werkbank drin. Schmeißt da alles rein, es ist deutlich mehr Platz. Und du hast alles, was du brauchst, ne? So, Metall kann hier natürlich raus, das macht keinen Sinn. Das kommt hier rein. Das können wir noch dazu schmeißen. Und der produziert hier fleißig weiter Barren. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, Strukturen. Stein. Da wäre es. Also ihr seht, wir müssen da noch einiges sammeln. Wir könnten jetzt mal das ganze Holz pullen.
Komm, wir fangen mal an. Wir pullen mal Holz. Holz. Das. Pull. Jawohl. Dann, was hatten wir noch gesammelt mit ihm? Ich glaube, wir hatten nur noch Beeren und so ein Zeug, ne? Stroh. Oh. EQRS. Stroh. Manfred Diplodocus. Süß. Stein. Ne, den, obwohl den können wir da auch rausholen. Den brauchen wir da drin nicht. So. Dann sieht es doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Also Holz haben wir fast. Fast. Es fehlt noch. Natürlich fehlt noch, aber fast genug, um es zu bauen. Und dir klaue ich jetzt mal alles, was da so an Zeug drin rumfährt, weil das brauchst du hier nicht, ne? Das ist nur unnötiges Gewicht. Das packen wir lieber in den Kühlschrank, da bleibt es nämlich auch frisch. Oh nein, das war nicht gut. Die Kartoffeln sollten wir natürlich backen oder in irgendeiner Form verfeinern. So, ihr kommt da raus. Kann ich die da reinpacken? Nee. Schade. Es schmeckt besser, wenn sie gekocht wurde. Das macht Sinn. Aber ich kann sie hier nicht kochen. Schade. Ich kann sie hier nicht kochen. Da werden wir wahrscheinlich die Kochstelle zu brauchen. Können wir die bauen? Die Kochstelle? Suppen, Eintöpfe oder Farbe? Nee, das hieß anders, das Ding. Ihr wisst bestimmt, was ich meine und ich kann es mir wieder nicht merken. Das da. Wärmt einen großen Bereich. Nee, da fehlt uns irgendwas. Holz. Ah, der Stein. Logisch. Nee. Dann packen wir die Kartoffeln einfach hier rein und gucken mal, ob wir dann später was mit anfangen können. Dann müssen wir schon nichts verschwenden. So, zeitlich könnten wir eigentlich nochmal los. So. Holz und vor allem Stein wird benötigt. Wir können ja los. Oh, er ist wieder aufgestiegen. Wir gehen nochmal auf Gewicht. Du sollst ja viel tragen können. Ja, freu dich. So. Einmal Kehrtwende, weil Stein können wir hier drin holen, Holz nicht. Holz nicht. Stein gibt es hier drin ja genug. Aber eben kein Holz. Jetzt habe ich mir überlegt, wir könnten ja mal hier hoch. Bäume, ne? Da drüben ist ein einzelner. Da unten sind zwei, drei Stück. Wir gucken mal. Das ist eine bessere Idee. Wir nutzen jetzt die restlichen Minuten. Sorry. Wir nutzen jetzt die restlichen Minuten, fliegen mal mit Flügelinchen durch die Gegend, gucken mal, wo wir am besten Holz herbekommen. Und am schnellsten. Weil mit ihm hier erkunden muss nicht sein. Noch etwas länger. So. So, Flügelinchen. Hallo. Auch du bist aufgestiegen, das ist gut. Bei dir wie immer auf Ausdauer, dass wir hier länger fliegen können. Das macht Sinn. Und ich würde gerne mal hier unten, da unten Richtung Strand gehen. Hier, wo der Pronto rumläuft. Da hinten ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Nur ich hatte beim letzten Mal das Gefühl, dass hier irgendwas Gefährliches ist. Da hinten, der... Kann ich auf die landen? Nee, magst du nicht, ne? Ich dachte gerade, der blutet, aber ich glaube, der gehört so. Das ist sein Tarnmuster. Habt ihr gesehen? Da ist doch gerade irgendwas. Da. Das meine ich. Die Jungs meine ich. Die sehen nicht gerade gemütlich aus. Das sind definitiv Jungs, die uns wehtun möchten. Deswegen hätte ich eigentlich gern mal einen davon. Was immer ein bisschen doof ist, dass ich hier auf dem Aufflügelinchen quasi, kann ich das Ding nicht nutzen. Den Bogen. Sonst wäre das ja relativ simpel, ne? Was ich auch nicht weiß, wie das sich verhält. Wenn ich den Anführer zähme, ist der Rest dann auch zahm?
Alles so Dinge, weiß ich noch nicht. Werden wir auf jeden Fall herausfinden. Denn wenn ich mir die so angucke, die sehen schon so aus. Die sehen gut aus. Die hätte ich gerne. Schaden machen die? Gehen schon ganz gut ab, ne? Ja. Und Triceratops, zack, zack. 4 Bisse. 6. 8, oh gut. Weiß nicht. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall das, was ich gerne hätte. Zwei wäre natürlich cooler als einer. Aber wie, ich glaube, dazu brauchen wir wirklich dann den Zähmkäfig, ne? Weil die so anhitten, ist vermutlich mehr als lebensmüde. Vor allem wird er mehr als einen Betäubungsfall brauchen, der Gute. Da steht er rum. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Da begeben wir uns wieder nur in sehr gefährlich und so, ne? Mit einem Zähmkäfig gearbeitet, deswegen wäre ich da auch mega gespannt, wie das funktioniert. Allerdings brauchen wir dazu das Behemoth-Tor. Sonst klappt das nämlich gar nicht. Und für das Behemoth-Tor haben wir ja schon gesehen, brauchen wir einiges an Ressourcen. Aber die sollten wir uns sammeln können. Also hier unter sollten wir auf keinen Fall die Ressourcen sammeln gehen. Denn da ist das Pärchen hier. Frage ist, wie die sich gegenüber einem Pronto verhalten. Die da eine Chance gegen haben, beziehungsweise ob er eine Chance gegen sie hat. Alles Dinge, die wir noch herausfinden müssen. Da ist ja noch so einer. Das ist schon so ein fieses Beißerchen, ne? Das ist schon so ein fieses Beißerchen. Da beißt du das Pferd tot. Ist ja fies. Ja, sowas brauchen wir auf jeden Fall auch. Wie gesagt, wir sollten aber jetzt dem Plan, glaube ich, treu bleiben. Erst die Base zumachen, genügend Ressourcen sammeln. Ihr seht, hier respawnt schon wieder alles, das ist gut. Erst hier zumachen und dann wagen wir uns an diese Projekte. Denn falls es schief geht, haben wir so zumindest die Möglichkeit, uns hier drin hier rein zu verkrümeln. Und dann passiert uns nicht mehr ganz so viel. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal gehen wir los, sammeln noch Holz. Hier drin, die Steine, weiß ich nicht, ob sie ausreichen. Die klopfen auf jeden Fall alle weg, dass wir da genug haben. Und Stroh sollte nicht das Riesenthema sein. Dann sind wir für heute leider am Ende. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, lasst ein Däumchen da und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!